Ja, hallo zu einem etwas anderen Video als sonst eigentlich gewohnt. Ja, fängt er mal wieder mit diesem schönen Spruch an. Ich dachte, er passt so gut rein. Ja, also, ich bin mal wieder da, um mal wieder etwas ein bisschen zu labern, ja, weil ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Wollte ich mal so informieren, wie es so läuft, die Lage zur Zeit ist und wie es weitergeht. Erstens mal sehen wir es, das neue Kanaldesign. Ich kann mich damit einfach nicht anfreunden. Ich finde das übelst umständlich, dass man die Kanalkommentare so verstecken muss. Ich weiß nicht, wieso man das machen muss, aber YouTube wird seine Gründe haben, deswegen ist das sicher okay so. Dann wollte ich euch allen danken, einfach mal danken, ja, für 433 Abonnenten, 23.000 Videoaufrufe und natürlich all diesen Leuten, die meine Videos schauen und auch kommentieren. Ein spezielles Danke an wirklich an die, die wirklich aktiv sind, also die aktiven Subs, die kommentieren, mir ist auch mal eine PN schreiben oder ich weiß nicht, die, die ich auf Steam habe, mir Steam das schreiben. Euch allen danke, dass ihr das macht. Finde ich sehr nett. Ja, dann kommen wir mal zu was, ja, soll's mal sagen. Ich weiß, dass die letzten Parts, die gekommen sind, die waren ziemlich grütze. Das gebe ich zu. Die waren wirklich, boah, war wirklich nicht gut, aber ich sage euch mal, wie das so ist. Ich hatte wirklich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Feeling verloren. Damals, also ja, wo ich das aufgenommen habe. Und ich war auch kurz davor, zu überlegen, soll ich jetzt aufhören zu Let's Playen, weil es ist irgendwie nicht mehr das Gefühl wie bei anderen Projekten. Doch dann kam dieser schicksalhafte Tag. Ja, ich sag's nochmal, wie in dem Hörspiel. Ich habe am, weiß gar nicht, vor, war es vor 2 Wochen oder einer Woche, ich bin gerade nicht sicher, am Donnerstag Donkey Kong aufgenommen. Und es hat mir so Spaß gemacht, wie damals, als ich Videos für Bioshock 2 aufgenommen habe. Und da war es endlich wieder dieser Flow, kann man dem so sagen, ja, dem Flow und wie sich das angefühlt hat. Es war richtig schön und das fand ich auch richtig cool. Und das hat mir dann auch wieder Auftrieb gegeben, um zu sagen, ich mache weiter. Weil wir steuern schon bald auf das 2-Jahre-Jubiläum hin, ja. Silosin macht 5 ist seit 2 Jahren. Am 16. April ist es soweit. Der alte Sack ist seit 2 Jahren auf YouTube. Könnt ihr euch das vorstellen? 2 ganze Jahre hat er kein Leben und ladet Videos hoch. Schon eine ganz schön lange Zeit. Und Spezielles gibt es jetzt nicht. Weiß nicht, da gibt's nichts Spezielles zu feiern. Ist halt einfach 2 Jahre, man ist da, cool, hui, Ballone fliegen, ja, aber sonst, was Spezielles gibt es da nicht, weil ich auch finde, das ist jetzt auch nicht der Wert, oder so wichtig bin ich jetzt nicht, dass man da darum müsste irgendwelches Tamtam machen. Nein, das ist okay so. Dann, nachdem wir wieder ein bisschen um Mitleid geflennt haben, kommen wir mal zu was Konstruktiverem. Nämlich in den Projekten. Ihr wisst ja, also ich kann sagen, Skyrim geht ganz normal weiter, Donkey Kong macht mir wirklich am meisten Spaß, geht auch weiter. Batman Arkham Asylum ist bald abgeschlossen. Ich hab, bis ich aufgewacht mal, ich glaube, ich schaffe es beim nächsten Mal, wenn ich aufnehme für Batman, wahrscheinlich das Spiel fertig zu spielen. Nach Batman Arkham Asylum werde ich Arkham City Let's Playen. Ich sag das immer oft, aber nur, dass man es weiß. Weil ich nämlich euch dort wirklich jedes Easter Egg zeigen möchte. Weil es gibt viel, es gibt wirklich zahlreiche Let's Plays von Arkham City, die auch echt gut sind. Aber es werden nicht die Easter Eggs gezeigt, die meiner Meinung nach das Spielgefühl noch ein, oder einfach auch so ein paar Gags halt da drin ist. Zum Beispiel, es gibt Jetzt kann ich jetzt sagen, das eine Easter Egg, das hat sicher noch kein Let's Player gezeigt. Wenn man in den Turm geht bei Arkham City, wo das Joker Scharfschützengewehr ist, wenn der Timer auf 0 gefallen ist, dort drin, stirbt man nicht, sondern dort gibt es dann ein Easter Egg. Und ja, das hat wahrscheinlich noch kein Let's Player gezeigt, aber ich möchte euch das zeigen, weil ich finde, das macht es noch ein bisschen witziger und noch ein bisschen spannender, dass ihr auch wirklich alle Easter Eggs seht, alle Anspielungen. Könnt ihr euch darauf freuen?
Ja, also sonst ein neues Projekt wird nicht angefangen, weil eben Skyrim ist ziemlich lang, Donkey Kong, ich bin bei, boah, ich habe jetzt geschafft, die ersten drei Welten zu komplettieren. Das geht noch Ewigkeit. Das geht noch ziemlich lange. Also das ist ein ziemlich großes Projekt, Skyrim natürlich auch. Arkham City dann auch. Vielleicht werde ich noch mal, falls ich wirklich noch mal Bock darauf habe, werde ich vielleicht so zwischendurch Metal Slug noch reinnehmen, also Metal Slug 2, Metal Slug 3, 4, 5 und X. Ich glaube 6 und 7 gibt es auch, weiß aber nicht, ob das für den Emulator gibt. Werden mal schauen, das werde ich wahrscheinlich dann einbauen, falls ich Lust drauf habe oder das jemand wünscht. So, nachdem ich für mich geschwafelt habe, möchte ich jetzt, okay, ich muss sagen, es ist etwas Werbung in eigener Sache, möchte ich euch nochmal meinen zweiten Kanal vorstellen. Weil viele Leute, ja, wissen nicht so, ja, was soll ich mit diesem Kanal anfangen oder was macht er denn auf diesem Kanal? Dieser Kanal wird sich ausschließlich um Two-Face und seinen Therapeuten Mr. Anderson drehen. Also kann sagen, Two-Face eine bekannte Figur, Mr. Anderson eine Figur, die von mir und meinem Kollegen erdacht ist und einfach dort reingesetzt wurde. Weil ich es nicht wollte, dass es nur um Two-Face geht, also dass eh nur ich vor der Kamera stehe, sondern auch mein Kollege. Dass man so ein bisschen einen Anti-Helden und einen Helden in dieser Sendung hat. Und wie gesagt, es ist so eine Mini-Sendung. Also ihr seht jetzt, Episode 1 ist draußen, wie das alles passiert. Dann wird dann immer darauf aufgebaut, also es ist so, dass das Drehbuch ich schreibe. Das erste habe ich geschrieben, das zweite kommt jetzt dann von Hannibal. Es hat mir natürlich das wieder rausgelöscht, so wie wir das mögen. Ja. Und ja, das ist. Dann kommt von Hannibal, wie gesagt, kommt das zweite Drehbuch und dann wird das immer so abgewechselt. Und dazu habe ich mir jetzt auch noch neues Equipment gekauft. Ja, er hat wieder Geld. Jetzt arbeitet er, jetzt kann er es wieder ausgeben. Nämlich, dass es nicht mehr so blöd rumwackelt, habe ich mir ein Stativ gekauft und weil meine alte Kamera den Geist aufgegeben hat, eine neue Kamera. Und das ist super, da freuen wir uns drauf. Wird immer so monatlich eine Folge kommen, weil es halt doch ziemlich auf. Ich ist hart, die Serie, ist ja die Serie, die Folge gibt vielleicht 7 bis 8 Minuten, aber wir drehen an diesem Zeug vielleicht fast 3,5 Stunden. Also das ist wirklich eine ziemlich magere Ausbeute. Aber es macht echt Spaß. Falls ihr euch das mal ansehen möchtet, Kritik habt, Anregungen oder vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es da solche, die sich zutrauen, ein Drehbuch schreiben wollen und können mir das gerne mal zusenden. Ich lese mir das natürlich ziemlich gerne durch. Da könnt ihr euch einfach meine Pen schreiben. Könnte darauf machen. Ich wäre sehr dankbar für Feedback. Dann kommen wir jetzt mal zu einem etwas anderen Let's Player, den ich sage mal, vorgefunden habe mit viel zu wenig Aufrufen, Kommentaren und Abos. Sowohl Abos sind also, ja, ist nice to have, oder? Nämlich Psychodrome Let's Play. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich glaube, da nur. Ja, Psychodrome LP, ja, Let's Play, ja, ist ausgedeutscht. Er macht ein hammercooles Let's Play zu Fallout 3, das ich mir, ich weiß nicht, ich habe nach Fallout immer gesucht nach einem guten Let's Play und hab's hier gefunden. Super Let's Play, müsst ihr euch reinziehen, sein Dialekt ist der Hammer und wie er kommentiert, meiner Meinung nach genial. Team Fortress 2 habe ich nur selten gesehen. Ich glaube, ich muss ihn dann auch mal bashen in Team Fortress 2. Ist richtig hart. Und Overlord werde ich mir wahrscheinlich jetzt dann bald mal anschauen, weil ich den Zweier gezockt habe und den Einser konnte ich irgendwie nicht mehr kaufen und da hatte ich keine Lust. Und ein cooles Let's Play zu Overlord gab es meiner Meinung nach, habe ich keins gefunden. Deswegen werde ich mir dort da mal reinschauen. Meine Bitte ist, gebt ihm einen Kommentar. Schreibt ihn eine Pen, ihr mögt ihn oder ihr mögt ihn nicht. Konstruktive Kritik ist immer erwünscht. Und falls seine Videos euch wirklich gefallen, gebt ihm ein Abo. Er hat's verdient. Dann noch einen alten Kollegen, den meiner Meinung nach, den gibt's zwar schon sehr lange, hat aber auch, wie gesagt, ist schon so wie ich, ist jetzt schon seit 2 Jahren dabei, etwas länger als ich, aber macht das super, ist der Steve Frilius.
Er macht jetzt ein Let's Play zu Banjo und Tooie, zu einem echten Klassiker meiner Meinung nach. Und er macht das echt gut, hat auch coole andere Let's Plays am Start, wie Banjo und Kazooie, Paper Mario, Super Paper Mario, genau, Yoshi's Island, ein Spiel, ja, das ist cool. Und noch zu Ratchet und Clank, so wie ich weiß, jo. Und er macht das echt super, also er hat wirklich Kommentare, konstruktive Kritik, und falls ihr wirklich seine Videos schauen wollt, ein Abo verdient. Mach so weiter, Steven. Und rede ich schon die ganze Zeit, aber ich will immer wieder neue Menschen reinnehmen. Und irgendjemand wollte ich noch vorstellen. Ja, der Marv hat mir seinen Kanal nicht geschickt, deswegen kann ich ihn nicht vorstellen. Es finde ich nicht schön, dass er mir... Marv, muss mir bei Gelegenheit mal deinen Link schicken, dass ich da auch noch Werbung machen kann. Dann irgendjemand hat es mir rausgelöscht. Das finde ich, wie gesagt, nicht nett von... YouTube, dass es das macht. Ja, dann stelle ich mal einen etwas anderen Kanal vor, den ich sehr interessant finde, nämlich das Hype 770 Team. Finde ich es richtig ausgesprochen? Ja, Hype 770 ist ein Kanal, der jüngere Let's Player oder einfach Let's Player im Allgemeinen oder auch andere Kanäle ein bisschen promotet, also dass die Leute aufmerksam werden auf die Kanäle, und ich finde das echt cool. Ich mache das ja auch sehr gerne, unbekannten Let's Playern einfach unter die Arme zu greifen. Ich habe schon ein paar mal einfach wirklich Werbung gemacht, und ich sehe ja auch selbst, dass es was genützt hat. Also ich kann jetzt Beispiele, ich sag mal, ja, ich nenne jetzt mal keine Beispiele, weil ich habe ja die Leute nicht gefragt, ob ich deren ihre Namen nennen darf, aber es hat bei vielen, denen ich Werbung gemacht habe, genützt. Das ist doch immer wieder schön. Und die machen das eben auch, und solche Projekte sollten unterstützt werden. Also gebt Kommentar, Videoaufruf, konstruktive Kritik, und wenn euch die Videos gefallen, ein Abo. Ich hab's abonniert, weil ich es eine gute Idee finde. So, dann habe ich die ganze Zeit geschwafelt. Wir haben es überlebt. Er ist endlich fertig. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch viel Spaß bei den nächsten Videos, die kommen. Ich hoffe, die sind ein bisschen besser als die, die jetzt oben sind. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und seid nicht zu wild. Auf Wiedersehen.